Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, nach dem Bildungsminister und seinen Corona- und Digitalplänen kommen wir zum eigentlich spannenden innenpolitischen Thema dieser Woche. Morgen wird wieder der Ibiza-Urausschuss tagen, um exakt zu sein, morgen am Donnerstag. Und da wird einmal die Justiz so richtig in die Merkel genommen werden, und zwar von diesem Mann unter anderem, von Christian Hafenecker. Er war früher mal Generalsekretär der FPÖ. Und jetzt ist er wortgewaltig im Urausschuss tätig, im Ibiza-Urausschuss, und ist gestern auch dadurch aufgefallen, dass er eine sehr heftige Pressekonferenz mit einer Wüstenattacke gegen Bundeskanzler Kurz und die ÖVP in der Causa Wirecard geritten hat. Sie werden ja schon bald zum Aufdecker der Nation, Herr Hafenecker, zumindest zum politischen Aufdecker der Nation. Sie sind der nächste Pilz, kommt mir schon fast vor. Naja, der Vergleich freut mich naturgemäß nicht unbedingt, nein, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man in Zeiten mit diesen Sachen richtig stellt. Ja? Und wenn die ÖVP jetzt draufkommt, dass der Herr Braun und seine Wirecard-Firma, dass die jetzt im Umfeld der ÖVP gar nicht mehr so angenehm sind und dann irgendwelche Sachen konstruiert, wo der auf einmal auch ein Blauer gewesen wäre, obwohl er dort auf der Spendenliste mit zumindest 70.000 Euro draufsteht, dann glaube ich, ist es notwendig, dass man mal herausarbeitet, wo der Herr Braun sich überall herumgetrieben hat, und auch der Herr Masalek, sein zweiter Geschäftsführer, der ja jetzt abgetaucht ist, der war nicht immer abgetaucht und war immer ganz gerne auch im Umfeld der ÖVP unterwegs. Reden wir mal über die zwei im Detail. Fangen wir mit dem Wirecard-Chef Braun an. Der war ja eine Zeit lang der österreichische Highflyer an der deutschen Börse, hat dort unglaubliche Rekorde hingelegt. Mittlerweile, wie wir wissen, wer perfekt getrickst hat, seine Umsätze in die Höhe getrickst hat. Sie sagen, das ist ein Kurzfreund, weil er in diesem Sinktank war, den die Frau May-Pochtler für den Kanzler zusammenstellen sollte. Ja, genau so ist es. Ich meine, Sie werden ja nicht glauben, dass in dem Thinktank vom Sebastian Kurz im Bundeskanzleramt verortet, übrigens eines der untransparentesten Gebilde, das es überhaupt gibt, dass da andere Leute drinnen sitzen als jene, die dem Sebastian Kurz und seinen Freunden angenehm sind. Also das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass der Herr Braun natürlich ganz, ganz tief in der ÖVP drinnen verhaftet war. Und da kommt man ja nicht zum Spaß hin. Nicht? Und da muss man sich schon die Frage stellen, warum eigentlich, und war es jetzt nur die Parteispende oder ist mehr dahinter? Hat es andere Kontakte auch noch gegeben, vielleicht auf verschiedenen anderen Ebenen? Sie unterstellen einmal zunächst, dass der Herr Braun für den Herrn Kurz gespendet hat. Ja, das unterstelle ich nicht, das ist aus dem Jahr 2017 ja im Bericht zu ersehen. Schön gestückelt, wie es auch die Frau Horten gemacht hat, aber nichtsdestotrotz waren es dann am Ende 70.000 Euro, die vom Herrn Braun einmal zumindest in dem Bereich in die Kasse der ÖVP geflossen sind. Und wie wir heute wissen, gibt es ja dann auch noch diese österreichisch-russische Freundschaftsgruppe. Und auch da haben der Herr Braun und der Herr Masalek ja 100.000 Euro also gespendet. Also schön nach. Zunächst behaupten Sie, dass der Herr Braun, der betrügerische Wirecard-Chef, 70.000 Euro im ersten Wahlkampf nach dem Scheitern der Großen Koalition, genau, an die ÖVP und an den Herrn Kurz gespendet hat. Absolut richtig. Das war auch so, das sehen wir in den Berichten. Und das war ja schlussendlich auch ein Teil dieses Geldes, das er dem Sebastian Kurz innerhalb der ÖVP ja auch die Macht verliehen hat, die er dann bekommen hat mit dem Durchgriffsrecht und so weiter. Und die erste Aufgabe von Herrn Kurz war mal zuerst Geld zu sammeln, das dürfte er zusammengebracht haben. Und der Herr Braun war natürlich einer, der da mitgeholfen hat. Und dann behaupten Sie, dass der Herr Braun als Dankbarkeit für die Spende sozusagen von der Frau May-Pochtler in diesen Thinktank geholt wurde, in ihren Thinktank, weil das hat ja mehr mit der Frau May-Pochtler als mit dem Kanzler zu tun. Naja, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Frau May-Pochtler das einfach nur so gemacht hat, weil sie zum Kanzler nicht sein wollte, sondern der Sebastian Kurz wollte natürlich einen Thinktank haben, wo vielleicht gewisse Netzwerke entsponnen worden sind oder wo man auch das eine oder andere thematisch besprochen hat. Aber am Ende ist es dort ums Netzwerk gegangen, und ich glaube, das war auch dem Herrn Braun wichtig, mit seinem Eintrittsgeld von 70.000 Euro dort in dieses Netzwerk hineinzukommen, das ja scheinbar auch schon vorher bestanden hat, nur ist halt dann entsprechend prominent. In welches Netzwerk, nur dass ich das verstehe? Ja, ins Netzwerk der ÖVP insgesamt. Es geht ja da in weiterer Folge dann auch um diese ganze Russland-Connection und so weiter. Und wenn man einmal prominent, ich sage es jetzt so salopp, im Beraterstab des Kanzlers sitzt, weil nichts anderes ist so ein Think Tank, dann geht man natürlich dort vielleicht auch bei anderen Möglichkeiten besser aus und dann, als es vielleicht vorher der Fall war. Das ist sozusagen Ihre Unterstellung. Und Sie meinen, der Herr Braun hat sich auf diese Art und Weise eine Reihe von Vorteilen in Österreich verschafft.
Ja, selbstverständlich. Noch einmal, wenn ich sage, ich komme im Auftrag des Kanzlers, ich sitze in seinem Think Tank, wir überlegen uns, wie Österreich wirtschaftlich und politisch in Zukunft aufgestellt wird. Na, selbstverständlich hat man da vielleicht einen anderen Vertrauensvorschuss, als wenn man einfach nur so kommt. Also das wird ihm schon wichtig gewesen sein, warum sonst hätte er auch das Geld gespendet. Also Sie sagen, der Herr Braun, der Wirecard-Mann, ist ein definitiver ÖVP-Mann. Jetzt sagt die ÖVP im Gegenzug, der Herr Jan Masalek sei Stellvertreter, ja, der ja eine noch dubiosere Figur als der Herr Braun ist, ja, weil der dürfte ja der wirkliche Betrüger in dieser Firma gewesen sein. Es gibt die Unschuldsvermutung, weil er ist ja noch auf der Flucht. Der sei dafür ein klarer FPÖ-Mann gewesen. Der sei, ist ja der Zeitung Österreich heute zu entnehmen, unter anderem ein enger Freund des Herrn Gutenus gewesen, sei mit dem Herrn Gutenus sogar beim Herrn Strache einspaziert, hätte letztendlich den Herrn Kickl, ihren heutigen Clubobmann, beraten, als es um die sozusagen Reform oder ums Enthüllen der Machenschaften im BVD ging. All das steht im Raum. Naja, aber das ist spannend. Da fehlt zum Beispiel eine wesentliche Komponente, die es beim Herrn Braun gibt, die fehlt in dem Zusammenhang. Also wenn das jetzt der ÖVP, der FPÖ-Mann gewesen wäre, der uns alle möglichen Informationen dazu gesteckt hätte, dann frage ich mich, wo waren dann seine Spenden, wenn man das gleich analog sieht wie mit dem Herrn Braun und mit der ÖVP. Es gibt keine Spenden von Herrn Masalek zur FPÖ. Das ist einmal Punkt 1. Was ist der Herr Masalek hat so viele alter Egos, die müssen Sie erst einmal finden. Der ist ja derzeit nicht einmal auf der Flucht zu finden, wer mit seinem fünften oder sechsten alter Ego unterwegs ist. Ja, ja, absolut. Also das ist der dritte Mann momentan offenbar, den man überall weltweit sucht. Nein, aber das ist einmal das eine, das möchte ich schon herausarbeiten. Also es gibt keine Geldflüsse von Masalek zur FPÖ. Punkt. Das nächste, was man vielleicht herausarbeiten muss, ist das. Masalek war im Innenministerium, hat aber dort nicht den Herbert Kickl getroffen, sondern hat dort Beamte getroffen, weil er Vorschläge unterbreiten wollte, was die Flüchtlingsströme betrifft, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Gut, wenn man jetzt ein DAX-Manager ist von einem DAX-Konzern in Deutschland, der damals noch gefeiert war, dann wird der wohl einen Termin kriegen. Das gibt es immer wieder, dass Leute aus der Wirtschaft natürlich auch im Ministerium Termine haben. Und Sie sagen, der hat die zwei wichtigsten ÖVP-Leute im Innenministerium, den Herrn Klaus Müller und den Herrn Ulmer, getroffen, nicht? Das ist Ihre Behauptung. Naja, es gibt ja dann dort wiederum dieses Netzwerk, ich wollte vorher schon sagen, das geht eben zu diesem Österreich-Russland-Verein hin, wo sehr, sehr prominente ÖVPler drinnen sitzen. Der Herr Strache sitzen, war auch, wenn ich richtig informiert ja, bin. Ja, ne? Der war dort auch als Mitglied offenbar drinnen, aber wenn man sich anschaut, wie die Führungsstruktur dieses Vereins ausschaut, dann ist es eigentlich vom Ernst-Strasser-Weg sehr, sehr stark in schwarzer Hand gewesen und auch sehr, sehr stark mit Polizisten oder Leuten aus dem Umfeld Strasser, aus dem Umfeld Sobotka und aus dieser ganzen Gruppe. Es waren zwei ehemalige Kabinettschefs von schwarzen Innenministern dort tätig oder sind es teilweise noch. Also alles das würde ja auch den Rückschluss zulassen, dass ja möglicherweise dieser Herr Masalek genau die Informationen, die er scheinbar dem Johann Gutenus aufs Handy geschickt hat, aber auch das ist ja aus dem Aktenbestand noch nicht zu ernehmen, das wird vermutet, aber dass auch das Informationen sind, die er schlussendlich aus diesem Innenministeriumsnetzwerk bekommen hat, das natürlich dunkelschwarz ist und offenbar nicht einmal mehr im Dauerntunnel an Schotten wirft. Also Sie sagen, die Herrschaften Braun und Masalek, die beiden Wirecard-Betrüger, die hätten enge Kontakte zur ÖVP gehabt und seien in Wahrheit in dieses ÖVP-Netzwerk in Österreich eingetaucht oder hätten sich dort etwas verwoben? Ja, das erschließt sich für mich auf jeden Fall. Also die Tangenten, die es zur ÖVP, zu hochkarätigen ÖVP-Lern gibt, die sind nicht zu übersehen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier absolute Aufklärung haben wollen. Und auch generell, man muss ja mal schauen, dieser Wirecard-Konzern, wenn man anschaut, wie der groß geworden ist, also am Beginn des Aufbaus des Konzernes, haben die zum Beispiel Internetgeschäfte damit gemacht, dass man über Wirecard Zahlungen für Pornoseiten abgewickelt hat. Ja. Gleichzeitig gab es im Innenministerium Polizisten, die Bonitätsüberprüfungen vorgenommen haben für Wirecard. Quasi als nebenberufliche Tätigkeit. Das heißt, es gibt seit Anfang der 2000er Jahre eine Connection zwischen der Pornoszene, zwischen Wirecard und zwischen österreichischen Polizisten. Und das interessiert mich natürlich. Und auch noch mit der österreichischen Volkspartei, ja, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, richtig. So, ja, aber das interessiert jetzt, mich natürlich. Und jetzt, weil Sie das interessiert, haben Sie schon angekündigt, Sie werden verlangen, dass der Herr Braun im Ibiza-U-Ausschuss vorgeladen wird. Was hat er dort verloren, wenn ich das fragen darf? Naja, er soll uns dort einmal, weil es hatte mehrere Anfragen schon diesbezüglich gegeben, was er eigentlich in diesem Think Tank gemacht hat, beziehungsweise was auch der Think Tank gemacht hat. Und wir sind der Meinung, damit man auch das Verhältnis zur ÖVP besser herausarbeiten kann,
sollte er uns dort Rede und Auskunft und Antwort stehen, was eben dort auch seine Rolle gewesen ist. Und das würde, glaube ich, auch kein Problem darstellen mit den Dingen, im Zusammenhang mit den Dingen, die ihm jetzt firmentechnisch vorgeworfen werden, weil dazu gibt es ja kein Verfahren, das dient der politischen Aufklärung und somit glaube ich, dass er dort auch keine Entschlagungsgründe hätte. Also der soll vor dem U-Ausschuss aussagen, wie eng seine Verbindungen zu Kanzler Kurz und zur ÖVP waren. Und auch der Herr Jan Masalek, sollte er je auftauchen, irgendwo zwischen Libyen und China verhaftet werden, soll das tun, wenn ich Sie absolut richtig verstanden habe. Weil, die wollen Sie beide vorladen. Absolut, das wäre absolut wichtig. Und auch der Herr Masalek, das wäre doch, glaube ich, für die ganze Republik wichtig zu wissen, wie der zu diesen brisanten Informationen aus dem Innenministerium gekommen sein soll. Ja? Mhm. Da geht es auf der einen Seite um diese Novichok-Zusammensetzung, das ist dieses Nervengift, und auf der anderen Seite auch angeblich um interne E-Mails aus dem Innenministerium und aus dem BVD. Also das sollte uns doch alle interessieren, wie er zu dem gekommen ist und wer ihm das zugesteckt hat. So dankbar wir Ihnen als Journalisten dafür sind, dass Sie jetzt sozusagen unseren blauen Peter Pilz machen, ja, und da aufdecken und Hut ab vor Ihrer Tätigkeit. Umgekehrt habe ich jetzt irgendwie den Eindruck, Sie machen aus dem U-Ausschuss schon langsam tutti frutti. Naja, schauen Sie, der U-Ausschuss war vielleicht dazu angetan, auch von Seiten der SPÖ und der NEOS, dass man da jetzt ein Fanal für die FPÖ veranstalten wollte. Man muss jetzt wirklich nach den ersten zwei Monaten sagen, auch wenn man sich die Ladungsliste jetzt für Herbst anschaut, ja, offensichtlich hat man sich an der FPÖ abgearbeitet, weil aus der Casinos-Affäre ist, wenn Sie jetzt die letzten Wochen verfolgt haben, und Sie haben ja auch berichtet darüber, ist an sich dieser angebliche Gesetzesdeal, der ist verpufft, der ist nicht da gewesen. Das kann man jetzt einmal sagen. Ja, der taucht jetzt im ÖVP-Finanzministerium. Der taucht im ÖVP-Finanzministerium auf, gemeinsam mit dem Verkauf des Bundesrechnungszentrums und des Verkauf von irgendwelchen Immobilieninvestment-Heuschrecken. Also auch das sind ja alles Dinge, die an der Koalition mit uns vorbeigemacht worden sind. Ja, und das sind jetzt, glaube ich, die Nebenfunde, die wirklich interessant sind. Und das führt auch dazu, dass im nächsten Schwung der Auskunftspersonen hauptsächlich ÖVPler Rede und Antwort stehen werden. Aber vorher kommt ja am Mittwoch und am Donnerstag noch sozusagen eine geballte Ladung Staatsanwaltschaft, Bundeskriminalamt und Justizministerium. Da geht es ja letztendlich, wenn ich das so sagen darf, aber Sie halten ja einiges aus, um den Sauhaufen, der da im Justizministerium und teilweise im Innenministerium entstanden ist, wo die ja teilweise gegeneinander, aneinander vorbei, untereinander durch, so durcheinander gearbeitet haben, dass sie letztendlich nicht einmal das Video sich gegenseitig übermittelt haben. Nicht. Und die einen das Video, das sie dann bekommen haben, gar nicht annehmen, sondern wieder zurückschicken wollten und so weiter. Das sind ja natürlich unglaublich chaotische Zustände, die da wahrscheinlich morgen und übermorgen aufgedeckt werden. Das ist der springende Punkt, der gibt sich auch aus der Aktenlage, und danke, dass Sie das Wort verwendet haben, weil als Politiker dürfen wir ja keine Kraftausdrücke verwenden, auch wenn es manchmal manchmal vielleicht sogar angebracht wäre im richtigen Rahmen. Nein, aber das ist ja genau der Eindruck, der sich uns bietet aus der Aktenlage heraus, dass hier die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Ja? Dass hier der ÖVP-Teil im Justizministerium einen Krieg gegen den eher linksorientierten Teil, die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft, führt, dass sie die gegenseitig, wie Sie richtig sagen, die schicken sich das Video zu oder schieben sich zu wie eine heiße Kartoffel, die schicken es wieder zurück, und am Ende des Tages kommt aber zutage, dass seit April eigentlich dieses Video auf der Welt ist und der Untersuchungsausschuss es nicht bekommt. Ja? Und wenn morgen der Herr Pilnercheck da ist, dann möchte ich schon wissen, ob man als Rechtsunterworfener in diesem Staat davon ausgehen kann, dass das bei allen Ermittlungsverfahren so abläuft, dass man so dilettantisch agiert, und wie er sich das eigentlich erklärt. Das ist der höchste Beamte im Justizministerium, und dass es dort solche Zustände gibt, das sollte uns ja alle zu denken geben. Also es wird als erster morgen dieser umstrittene Herr Pilnercheck, der von der Frau Zadic ja entmachtet wurde, zu Recht entmachtet wurde, Ihrer Meinung nach? Naja, schauen Sie, ich meine, dieses Beschuldigten-Treffen aus psychologischen Gründen, wie dann später gesagt worden ist, das hat natürlich kein gutes Bild gemacht, und auch andere Dinge. Da meinen Sie jetzt den Herrn Rothensteiner-Bröll? Dieses Treffen, ich glaube, das war nicht sonderlich geschickt und stärkt das Vertrauen auch nicht. Und dann hat es ja noch zwei andere Sachen gegeben. Das eine war dieser SMS-Verkehr, der zumindest rund um den Herrn Pilnercheck bekannt geworden ist, mit dem KTM-Chef Pira, der damals offenbar interveniert hat. Also den halten Sie für einen ÖVP-Agenten, den Herrn Pilnercheck?
Naja, ich glaube jetzt nicht, dass er besonders weit weg ist von der ÖVP. Vielleicht werde ich ihn auch fragen, ob er Mitglied ist dort oder nicht, wenn er es mal sagt. Es würde mich jedenfalls interessieren. Nein, aber er operiert schon sehr stark im ÖVP-Universum. Wird also der Herr Billner-Check gegrillt, dessen genau. Entmachtung Sie für richtig halten. Und den werden Sie morgen was fragen, außer ob er ÖVP-Mitglied ist? Naja, da wird es schon um die Vorgänge gehen, wann er welche Informationen bekommen hat, was das Auftauchen des Videos betrifft, was die Auswertung des Videos betrifft, wie er die Situation sieht. Ich meine, das ist ja ein Dreiecksstreit, den es da gibt zwischen Innenministerium und zwischen zwei Fronten im Justizministerium. Und da würde ich schon gerne wissen, was er als ehemals höchster Beamter dort, wie er das wahrgenommen hat, ja? Welche Dinge, dass er vielleicht erschlagen hat oder nicht, ja, wo er dahinter gewesen ist, dass Dinge stattfinden oder nicht. Also da gibt es sehr viel zu fragen und wahrscheinlich wird da die Zeit morgen zu wenig werden. Dann, glaube ich, kommt als nächstes die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ja, es kommt eine Staatsanwältin, die Frau Ilek. Auch da werden wir uns natürlich die andere von Seite... Von der Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Genau, da werden wir uns natürlich die andere Seite der Geschichte anschauen. Ich glaube, das ist das Vordringliche, dass wir jetzt einmal zwischen Oberstaatsanwaltschaft, Justizministerium, Oberstaatsanwaltschaft Wien und Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass wir uns da jetzt einmal anschauen, wie da die Fronten verlaufen und wer was behauptet. Weil es ist ja wie bei den kleinen Kindern mittlerweile. Man muss ja schon gegenseitig alle zwei Kinder getrennt voneinander befragen, wer was angestellt hat und wann es passiert ist, damit man sich insgesamt als Elternteil dann ein Bild drüber machen kann. Und wer kommt noch außer dem schwarz angehauchten Herrn Billner-Check und der grün angehauchten Staatsanwältin? Es kommt dann noch der Herr Adamovic. Auch da wird sich dann die Frage stellen, wie sich der als Staatsanwalt positioniert hat, beziehungsweise wo der mit Einfluss genommen hat, beziehungsweise welche Wahrnehmungen er dazu hat. Und dann werden wir schauen, ob wir das Bild von der Justiz, das jetzt durch die Medien gegeistert ist, ob man das in irgendeiner Form abrunden kann. Und dann wird es natürlich, nehme ich an, auch morgen um die Frage gehen, kriegt der Ausschuss jetzt endlich dieses Video oder nicht? Das ist ja eine Köpenikade, könnte man sagen, ja, weil seit anderthalb Monaten diskutieren wir jetzt darüber, ob sie ein Video bekommen oder nicht. Mittlerweile weiß man, es ist da, es existiert, man könnte es jederzeit haben, aber sie kriegen es nicht. Ja, das ist wirklich eine Köpenikade und ich stelle mir langsam wirklich die Frage, was in diesem Video so Brisantes drinnen ist, damit man es uns nicht zeigen kann. Ja? Weil auch wenn man sagt, man möchte natürlich den Schutz von unbeteiligten Dritten da irgendwie gewährleisten und sollen dort Wörter gefallen sein, die auch andere mit hineinziehen, dann könnte man das ja trotzdem machen, weil man kann jetzt hergehen und kann im Zuge einer geheimen Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder der Medienöffentlichkeit hergehen und uns dieses Video einmalig vorführen. Es gibt zum Beispiel auch im Zuge des Untersuchungsausschusses den Aktenraum. Ja, auch da dürfen Sie nur ohne technische Hilfsmittel hinein, da können Sie einen Zettel und einen Stift mitnehmen, können Sie wesentliche Sachen rausschreiben und Ende der Fahnenstange. Und warum man jetzt nicht einfach dieses ungeschnittene Video nimmt, uns in diesem Rahmen zeigt, man kann sich vielleicht die eine oder andere Notiz dazu machen und dann ist Sie es einmal gesehen worden. Sie wollen das unbedingt haben, dieses Video? Ja, ich habe es ja auch versucht. Es ist ja spannend, was alles unterbunden wird, dass wir dieses Video kriegen. Da muss man auch die Rolle Sie vom Präsidenten Sobotka... Sie zuerst vom Herrn Detektiv... weil es der Anwalt zur Verfügung stellen wollte. Hesselhoff, so Nass, Hasselhoff, ja, den dürfen wir nicht erwähnen. Julian H., ich glaube, so weit geht's. Detektiv H. haben, ja. Genau. Das hat nicht funktioniert, dann wollten sie es von der Staatsanwaltschaft erst angeboten. Das hat nicht funktioniert und jetzt sagt die Frau Zadic, sie kriegen nur Ausschnitte. Genau. Und das macht sie wütend, nehme ich an. Na sicher macht man es wütend und überall spielt aber wiederum die dunkle Seite der Macht, sprich die ÖVP, eine wesentliche Rolle. Weil warum haben wir es zum Beispiel vom Anwalt nicht bekommen? Der wollte es uns anbieten. Dann hat der Herr Sobotka, als Vorsitzender des Ausschusses, ein Gutachten eingeholt, aus dem zu entnehmen war, dass das illegal wäre, wenn uns das der Anwalt zur Verfügung stellt. Deswegen hat er abgesagt. So. Insgesamt hat es davor noch das Innenministerium, glaube ich, 20 Tage oder vielleicht sogar länger unter Verschluss gehalten, erst an der Staatsanwaltschaft übermittelt. Die Staatsanwaltschaft wollte jetzt irgendwie der Korruptionsstaatsanwaltschaft übermitteln. Die haben es nicht angenommen, jetzt ist wieder bei der Staatsanwaltschaft retour und wenn mich nicht alles täuscht, soll es wieder zurückgehen ins Innenministerium, ins Bundeskriminalamt. So. Mhm. Und überall dort, wo es dann schlussendlich gescheitert ist, dieses Video zu übernehmen, sitzt irgendwie die ÖVP mit drinnen. Und jetzt frage ich mich schon, was hat die ÖVP für ein Interesse dran, wenn der Herr Gerst Leder und ausschreibt und der Kurz sagt, er war nie in Ibiza. Also was hat gerade der ÖVP davon, wenn sie dieses Video ständig unter Verschluss hält? Sind Sie eigentlich dafür, dass das Video im Fernsehen gezeigt wird?
Nein, bin ich nicht. Sind Sie nicht? Einfach deswegen, weil man, wie gesagt, die Rechte Dritter schützen muss. Aber zur Aufklärung brauchen wir es im Ausschuss. Und sind Sie dafür, dass die Urausschusssitzungen, so wie das die Frau Rechnungshofpräsidentin vorgeschlagen hat, in Zukunft im Fernsehen ausgestrahlt werden? Dafür bin ich absolut. Vor allem, wenn es gewählte Vertreter, sprich Politiker betrifft, die dort vernommen werden, dann sollen die dort auch ihre Performance so zeigen, ja, wie sie es beim letzten Mal gemacht haben, der Herr Blümel mit 86 Erinnerungslücken. Ja, und da bin ich gespannt, ob genau diese Herrschaften später nochmal gewählt werden oder ob der Herr Blümel jetzt nur in Wien kandidieren würde. Also für Politiker und Personen öffentlichen Interesses finde ich das als absolut zumutbar, dass man die auch öffentlich überträgt. Aufpassen müsste man, wenn jetzt zum Beispiel so wie morgen dann auch noch Staatsanwälte oder Beamte kommen, die jetzt nicht Personen öffentlichen Interesses sind, die könnte man ja dann wieder weiterhin, so wie es jetzt üblich ist, medienöffentlich befragen, aber nicht unbedingt live übertragen. Also, Sie fordern eine Live-Übertragung des U-Ausschusses und aller künftigen U-Ausschüsse. Absolut. So wie die Rechnungshofpräsidentin. Absolut. Dann sehen wir Sie in Zukunft live, hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass ich befragt werde. Vorher aber als Fragesteller, ne? Als Columbo im weitesten Sinne, als blauer Pilz. Vorerst einmal nur bei Fellner live. Danke, dass Sie heute dabei waren. Ich nehme an, in Kürze wieder, weil dieser U-Ausschuss wird eine Never-Ending-Story, so oder so. Davon ist auszugehen. Danke, Christian Hafenecker. Danke, kurze Werbepause und dann kommt unser Kultstreit-Duo ins Studio, nämlich die Herren Gerald Gross und Sebastian Born-Mehner, und die werden eine politische Zwischenbilanz dieses Jahres ziehen. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen, denn da gibt es Noten für alle, die in der Politik tätig werden, von Gross und von Born-Mehner, und die nehmen sich ganz, ganz sicher kein Blatt vor den Mund. Gleich nach der Werbepause.